Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Heute am 28. November 2022 hier oben in Playa de Ingles mit Blick auf den Campo Internacional. Es ist kurz vor 16 Uhr, wir haben noch 26, 27 Grad im Moment. Wir haben hier Wind, manchmal böigen, heftigen Wind. Hier direkt von der rechten Seite jetzt von mir. Ja, ich bin unterwegs und wir fahren ins Herzen von Playa, in die Nähe der Sita, in die Calle Roma. Das hat auch einen bestimmten Grund davon, aber etwas später mehr. So, hier der Blick nochmal. Auf den Golfplatz. So, weiter geht's. So, hier in der Avenida de Bondi zweigt hier ab. Da geht es dann Richtung Einkaufszentrum La Sandia. Wir sind hier auf der Avenida Tirajana, die geht vom Hotel Rio Palace bis Richtung Fataga. Ja, wir schauen jetzt genau auf das Apartmenthaus Die Natsche und da hat der Rainbow Show Theater, das heißt, seinen Sitz. Da ist auch immer Unterhaltung bzw. gutes Essen. Der Rüdiger und seine Hilfsoase, wenn man was Gutes tun möchte, hier unten direkt im Apartmenthaus. Da ist man. Dann über den rechten Eingang nach unten im Poolbereich, im Gartenbereich oder hier über die Rezeption kommt man da rein. So, weiter geht's. So, wir fahren jetzt direkt hier aufs Principado zu, nur zur Orientierung. Das ist aber nicht unser Ziel. So, der Bus hier, der fährt zum Beispiel nach Bahia Feliz. Also wer möchte, kann zum Beispiel mit dem Bus fahren und dann am Strand zurücklaufen. Auch das ist möglich hier an der Avenida Alemania Richtung Avenida de Bonn. Und hier hinten, da ist das Einkaufszentrum La Sandia. Ja, hier fährt ein Bus nach dem anderen vorbei. So, und wir fahren, hier kommt der Bus, der 36er, der Campo Internacional mit Telde verbindet. So, und ich bin hier bei der Abzweigung, die Calle Lisboa, hier auf der linken Seite, da geht es rein und da hinten, da ist dann auch die Calle Roma. Und das ist unser Ziel. Ich habe auch noch eine kleine Probe vor. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv für diese Kamera und das wollen wir dann auch mal testen, wie sich das verhält, wie das aussieht im Vergleich zu dem normalen Winkel. Also kein Zoom, sondern der Weitwinkel dazu. Da vorne ist das Einkaufszentrum Sita und wir biegen jetzt hier ab. So, hier ist die Calle Roma, die geht hier links rein. Ich sehe hier gerade, ich habe da richtig Gegenlicht und ich wollte ein bisschen laufen, also nicht jetzt fahren. Ja, am Überlegen, ob ich das von der anderen Seite machen sollte. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, hier das Schild von Dunasol und Schau ins Land reisen. Ja, vorher noch ein kleiner Abstecher hier und zwar in die Calle Milan, Cordial, Judoka Beach heißt es hier und hier geht es auch direkt zum Wasser, zum Strand, Don Palomon hier und Arco Iris.
so hier der Weg direkt zum Wasser bzw. zur Strandpromenade. Ja, in der Calle Roma, da gibt es ein Restaurant, ein neues, und zwar Servus, bayerisches Restaurant. Ich habe das Schild schon gesehen, aber ich glaube, die machen erst später auf, aber wir fahren dann vorbei und schauen uns das an. Aber jetzt erstmal hier, denn ich möchte mein Objektiv mal testen. Und zwar hier über den Dünen von Maspalomas. So, hier der Blick auf Café Mozart, da sind ja immer die Veranstaltungen. Der Frühschoppen, der bekannte, der ist direkt hier unten. So, und der Blick geht hinüber bis fast nach Bahia Feliz. Aber hier geht es mit dem Wind, gar nicht so viel Wind, wie ich angenommen habe, wie ich gedacht habe. Ja, das ist das spektakulär, der Blick jetzt hier über die Dünen. Hier an der Punta de Maspalomas, da sieht man doch ein bisschen mehr Bewegung im Wasser, aber hier in Playa de Ingles, hier geht es eigentlich. Ja, hier der Blick hinunter aufs Hotel, auf das Dach bzw. den Garten. Das Hotel Santa Monica ist ja auch bei vielen, vielen Menschen schon bekannt. So, jetzt das Ganze hier nochmal mit Weitwinkel. Ich weiß nicht, ob es mit Zoomen überhaupt Sinn macht, das Weitwinkelobjektiv zu benutzen. Aber ich werde sehen, die Unterschiede werden sich ja wohl auf dem Video widerspiegeln oder zu sehen sein. So, hier nochmal, jetzt weil wir es vorhin schon mal hatten in der Einstellung, hier Blick auf Café Mozart. Und hier hinüber zum Santa Monica in den Garten. So, jetzt das mit Zoom. Einfach nur mal, um die Unterschiede sichtbar zu machen. So, hier der Blick Richtung San Agustin bei hier Feliz und jetzt das Ganze wieder im normalen Modus, ohne Zoom. Ja, jetzt möchte ich mal sehen, wie das erkennbar ist. Ich sehe da ungefähr so 10 Leute ganz weit vorne auf den Dünen. Jetzt noch mal der Garten.
So, jetzt das Ganze wieder dann im normalen Modus. So, jetzt wieder Richtung zum Ausgangspunkt. Hier die Anlage am Hang gebaut. Wunderschönen Blick haben die Bungalows, die Häuser. Santa Ana genannt. Aber man hat natürlich dann eben die Treppen und diese Barrieren dann zu überwinden. Da unten ist der Pool, dann gibt es da noch einen Parkplatz. So, jetzt geht's wieder zurück. Ja, eine ganz angenehme Wohngegend hier. Ihr hört selber, es ist sehr ruhig. Es ist nur Anliegerverkehr hier. Ja, und hier reihen sich die Arco-Iris Apartments auf. 3, 2, 1 da vorne. Ich glaube, bis 7 geht's. Immer wieder neue Autos zu sehen, wo diesen Namen man überhaupt nicht kennt. So, hier ist Patricio. Das gibt mir ein Stichwort. Don Patricio ist ein Sänger, der verbindet die beiden Inseln, die Dominikanische und Gran Canaria, miteinander. Ja, schönes Gebäude. Gepflegt alles hier. Und das müsste Nogal sein, da vorne. So, und da ist ja eigentlich auch das, was ich euch zeigen wollte. Kommen wir gleich drauf. Ja, machen wir das zuerst. Und dann gehe ich hier wieder zurück. Das ist wieder die Calle Roma und da gibt es ein Restaurant. Der Klaus hat es gesehen und ich habe gedacht, dann fahre ich doch da mal hin und schau mal. Aber so wie es aussieht, hat es jetzt noch nicht geöffnet. Das ist im Club Canario, eine ganz wunderschöne Anlage in der zweiten Reihe. Schöne große Apartments, ruhig gepflegt. Ohne Aufzug. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Aufzug ist. Hier geht es hinein. Kann man die Apartments auch besichtigen, zu vermieten. Weitere Informationen halten wir an der Rezeption für Sie bereit. Und ich glaube, da unten neben der Rezeption, da ist das Restaurant. Jetzt zeige ich euch noch die Tafel. Servus. Bayerische Wirtschaft. Man kann reservieren und die Webseite ist www.servus-maspalomas.es. Ja, ich werde es mit Sicherheit ausprobieren. Vielen Dank an Klaus für den Tipp. Ich hätte es jetzt gar nicht, auch im Vorbeifahren vielleicht gar nicht gesehen. Hier ist die Anlage genau vis-à-vis gegenüber vom Paraguay. Neben dem Costa Rica. So, dann geht es jetzt hier auch wieder zurück. Hier Ferienwohnungen, den Namen kenne ich auch schon viele Jahre, www.hafner.eu. Also wenn man mal hier in der Gegend ist und möchte hier irgendwo unterkommen, dann einfach mal spazieren gehen und sich die Sachen anschauen. So, ich habe schon wieder meinen halben Spaziergang gemacht heute.
das ist nicht alles, nein. Ein bisschen mehr muss sein. Ich bin eh immer zweimal unterwegs. Auch früher schon gewesen, das hat jetzt nichts mit den Videos zu tun. Neugierig gucke ich hier in den Garten hinein. Ja, VIP Nogal, und da wird sich jemand freuen, wenn ich die Anlage zeige. Der Hans Jochen und die Jeanette grüße ich an dieser Stelle, die kommen hier immer unter. Schaut alles sehr gut aus hier. Alles gepflegt. Wirkt alles sehr einladend. Hier jetzt am Alco Iris vorbei. Auch kaum Wind jetzt hier. So, hiermit möchte ich dann meine kleine Reise auch beenden und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Noch einmal hier der Blick. Und ja, bis zum nächsten Mal, zum Wettervideo morgen früh oder eben zur nächsten Realität. Hasta luego.